I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Bevor dieses Let's Play richtig begonnen hat, möchte ich erklären, was davor geschehen ist. Zuerst waren Archangel und ich zusammen in einem Raid. Ich bin ziemlich schnell durch ein Dreier-Squad gestorben und habe mir gedacht, ich mache mal schnell eine Solo-Runde. Was dann passiert ist einfach nur spitze. Ich sage nur so viel, wir hatten beide einen richtig guten Run. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Legen wir los. Der eine war Level 25, der andere Level 40 und der nächste Level 36. Alle drei killed by Archangel. Heftig. Hammerhart. Also, ehrlich, es ist mir noch nie sowas Übles passiert. Vor allem, dass ich ein ganzes Squad zerlege. Weißt du, ich hätte jetzt alles erwartet, dass sie eine Granate reingeworfen hätten, weißt du, und mich dann damit direkt erledigt haben. Aber dass ich ein ganzes Team platt mache? Nee, Digga, ehrlich. Also. Tag, ja. So, drei Spiele sind also außer Gefecht. Ich höre auf jeden Fall noch mehrere Bots. Erstmal jetzt hier durchladen. Der eine hatte eine Ford Armor an. Die war aber auf Null geschossen. Boah, ich habe einen gekillt. Du hast einen getötet? Ja, ja. Wo genau? Customs. Achso. Der hat so einen Superhelm. Nice. Kiverhelm. Der hat gar nicht mit mir gerechnet. Ich habe jetzt deine Waffe wieder rausgenommen, ne? Okay. Aus Notfallsituationen habe ich mir auch mal deine Packer genommen, okay? Mhm. Nimm alles, was du brauchst. Ich kann dir ruhig eine neue mitbringen, so ist das nicht. Kein Ding. Das ist halt, der hat mir die auf 7 runtergeschossen und 7 hält nichts mehr aus. Mhm. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass die beiden, die erst vorgelaufen sind, weißt du, die wir abgeschossen haben, ja, dass die umgedreht sind und dass ich die jetzt quasi getötet habe. Mhm. Weil ich höre hier zwar noch extrem viele Schüsse und allem, aber die waren so zeitnah da, also ich schätze mal, dass es ein Drei-Mann-Team war. Das kann sein, ja, ja. Aber dich haben sie nicht gelootet. Ja, okay. Ja, die haben dann wahrscheinlich auf dich gewartet. So. Also der Type hat eine AK-74N gehabt. Der hat mit mir gar nicht gerechnet.
Überhaupt nicht. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn da noch ein Team ist? Oder besser gesagt, wenn da noch einer von denen da ist? Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber Schüsse. Was liegt denn da hinten für einer? Also ein Bot ist auf jeden Fall da hinten gestorben. Also gehe ich mal davon aus. Also ich habe ihn da liegen sehen. Jetzt habe ich noch einen Bot da getötet. Weiß ich habe mal einen allein getötet. Ja, aber ein Drei-Mann-Team, die Das eigentlich ist fast zeitnah reingerannt sind. ja, ist schon Also geil. das ist mir noch nie passiert. Aber man kann mir sagen, was man will. Scheiße bin ich auf jeden Fall nicht. Also, das kann ein Sekunde. Lowbob nicht unbedingt. Hier läuft einer. Wandspieler. Ich hab einen. Ich habe auch einen, deswegen. Boah, der Digga, der kam kam mir. angerannt und er war Ja, sich so ziemlich sicher, dass er mich tötet. der kam mir vor die Flinte. Mir kam er auch vor die Flinte, aber bei mir wusste er, dass ich da war. Er hat mich sogar getroffen. Okay. Ja, Sketch-Spieler. Nichts hält mich auf. Und jetzt gleich sterbe ich durch irgendwas. Also ich sage am besten jetzt nichts. Ja, also zu einem Drei-Mann-Team zu töten, das ist schon, also da gehört schon was dazu. Also das muss ich jetzt mal echt sagen. Sehe ein, oder ich habe ihn gerade gesehen. Läuft da bei der Pipeline. Ich habe ihn verloren. Weißt du, was ich mache? Wenn meine Waffe leer ist, wechsle ich einfach zur nächsten, weil ich habe zweimal die gleiche. Ich versuche jetzt auf jeden Fall rauszukommen, weil nach dem Gear, was ich jetzt hier habe, Sein, dass ich den gekillt habe. Ah, ich höre hier noch einen Bot. Moin. Oh, schon wieder ein Level 28 Typ. Ich sehe noch einen Spieler, full equipped. Wow. Ich hab ihn. Nice. Er ist tot, ich hab ihn. Oh, Digga, der Geil, hat geil, Sofort geil, Armor oder geil. irgendwas. Oder Tricep hat er auf. Das Alter. ist Der die war so geilste. ahnungslos, ich hab ihn mit einem Achtfach geholt. Das war ja die geilste Runde überhaupt, oder? Ich gehe mal davon aus, dass der nicht alleine war. Weiß jetzt nicht, ob ich den einen gekillt hatte.
Der hat Kolpak, Tricep und eventuell eine Ford Armor. Okay. Ey, Alter, mein Herz. Der ist aber mit 5 oder 6 Schüssen umgefallen. Hier ist in der Nähe Kampf. Also ganz ehrlich, ich traue mich eigentlich nicht, den Typen zu looten, weil ich gehe echt jetzt nicht davon aus, dass der alleine ist. Vielleicht war er noch der vierte Spieler davon, das kann sein. Ich hoffe mal, dass er einen Painkiller dabei hat, weil sonst bin ich gefickt. Du glaubst nicht, was er für ein Gear dabei hat. AKM, SKS, Pistole. Und er hat auch noch einen Spieler getötet. Wow, weil er hat noch einen Kiffer und eine Packer dabei. Hat sogar einen Painkiller dabei. Nice. Also es waren, ich gehe jetzt mal davon aus, ein erfahrener Spieler. Mindestens Level 30, oder? Schau ich jetzt. 19. Okay. Sehen, ein Spieler. Wow, geil, ich hab ihn gekillt. Was ist das für eine Waffe, ey? Ich hoffe mal, dass ich jetzt keinen mehr sehe. Also, ehrlich jetzt. Ich habe jetzt 4 Leute getötet. Und die waren alle full equipped. Das ist auch eine geile Runde gerade. Bis jetzt. Stell dir mal vor, 2 Squads. Das wäre echt sowas von stark. Also ich habe jetzt 4 Spieler getötet. Nice. Und habe sogar meinen Auftrag fertig. Ich hoffe jetzt echt, dass jetzt keiner mehr kommt. Echt. Also 4 Spieler, die full equipped sind, weißt du, und die haben alle AKM, SKS. AKN. Also wirklich eigentlich full equipped. Die haben aber auch eben geschluckt, muss man echt sagen. Also ehrlich. Ich hatte schon Angst mit dem Nachladen, weißt du? Weil ich habe das erste Magazin auf ihn drauf, habe zum zweiten gewechselt und dann ist mir so aufgefallen, scheiße, was mache ich jetzt, wenn ich Munition reinziehe? Ja. Ich aber dann angegriffen werde. Ah. Zum Glück habe ich das irgendwie geschafft. Digga, das hätte ich echt aufnehmen müssen. Also das, was jetzt hier ist, das hätte man aufnehmen müssen und in YouTube hochladen müssen. Ja, ja. Ich meine, okay, ich habe gecampt am Anfang, ja, aber die haben Granaten reingeworfen und die haben mich nicht getroffen. Ich stand sogar einmal unter Tremor, ne? Also ich war geflasht von der Granate. Also hätten die mich da eigentlich holen können, aber. Ja, ein Bot. Gerade mal schnell den Ausgang gucken. Oh, geil, das Schmugglerboot ist da. Also schnell raus. So. Also so eine full-equipped AK ist echt geil. Vor allem, ich habe die jetzt alle mit einer AKN getötet. Mit einer AKN, mit meiner, ich sag jetzt mal,
mit deinem Geschenk habe ich getötet. Ja. Also, ich habe jetzt echt nicht damit erwartet, dass ich mit dem Hammerscope und dann oben mit einem PK so gut klarkomme, ehrlich. Mhm. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Vor allem, ich habe mir erst so gedacht, warte mal, was ist, wenn die von der rechten Seite reinkommen, weißt du, und ich die überhaupt nicht sehe? Ja. Ja, aber der eine ist von der linken Seite rein, der andere ist auf der rechten und der andere ist in die hintere Seite der Halle rein, weißt du? Mhm. Und der mit der hinteren, der hat 30 Schuss mindestens geschluckt. das war echt brutal, echt. Und weißt du, was ich verloren habe? Ein Bein. Oh. Nur ein Bein, Digga, ehrlich. Das ist echt übel. Boah, der hat auch so eine AK gehabt. KN. Mit 60 Schuss. Ey, was hat der alles dabei? Was mich wundert ist, dass das Bonfire weg ist. Das Bonfire ist weg. Also dieses Dingsfeuer. Ach so, bei dem Boot. Jetzt habe ich noch das Roadblock und das Schmugglerboot. Aber wo ist denn dann das Schmugglerboot, wenn das hier nicht ist? Smugglerboot ist doch dieses Lagerfeuer. Meine ich. Und wo ist Roadblock? Roadblock? Ist das nicht bei dem Panzer da? Auf der linken Seite? Sein, ja. Ja, das könnte sein. Ja, jetzt ist mein Painkiller weg. Ah, ich muss auch jetzt langsam raus, weil schon so viel Schwein gehabt teilweise. Jetzt müsste einer mit einer Pistole kommen, weißt du? Mit so einer dummen Makarov mit einem 84er Magazin. Ich muss sagen, die Typen, die gingen sehr schnell down. Bei mir. Das war schon verwunderlich irgendwie. Also bei mir ehrlich, das war ein High-End-Kampf. Das muss man sich echt vorstellen. Also ja, ja, der eine ja. hatte eine Ford-Armor an und ich habe erst die komplette Ford-Armor auf null geschossen und dann ist er erst gestorben. Das ist echt brutal. Also eine Ford-Armor, die hat ja schon so viel Haltbarkeit, weißt du? Mhm. Und das ist echt übel. Ja, am Panzer sagst du jetzt. Toll, jetzt bin ich auf der anderen Seite schon wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt bei diesem Boot raus. Ja, bei mir war das nicht da, kurioserweise. Man, hätte ich das gewusst, weißt du, dann hätte ich noch einen Painkiller mehr eingesteckt. Einen Painkiller mehr. Mhm. Aber so Sachen, die kann man echt nicht wissen. Also ehrlich, dass dann ein 3-Mann-Team ankommt. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also das war schon geil, ja. Ich glaube, das Lagerfeuer ist weg. Ja, vor allem, weil du warst draußen, weißt du, und dich haben sie dann direkt umgemäht, sozusagen. Ja, aber ich hätte mich wehren können, aber irgendwie war ich wieder. Ich weiß nicht, das war so. Bisschen laggy. Bisschen Unvermögen dabei. Hm. Perfekte Mischung, ne? Kenne ich, ja. Weil ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass einer noch von hinten kommt. Also von den Typen, dass einer noch... mit einer SKS an. Mehrere. Oh. Jetzt gucken wir mal, ob der Panzer. Boah, scheiße, ich glaube, am Panzer kann ich auch nicht raus. Lampe leuchtet nämlich nicht. Fuck. Ja. Digga, mich greifen hier gerade so viele Bots an. Ich muss tatsächlich komplett zurücklaufen.
Scheiß auf die Dorms. Nummer 1 habe ich. Alter, ich werde hier gerade sofort zerfetzt von Bots. Ich hoffe, hier ist keiner mehr, der mir das Leben vermiesen kann. Ich hoffe mal, dass ja, sag mal. ich hoffe, dass jetzt einer von den Pendlern. Ah, da hinten ist er. Happen. Hab alle. Also, vier nur oder Bots. Fünf Bots waren das jetzt. Okay. Ne, da ist noch einer. Geil, ich kann raus. Digga. Boah, geil. Das war mal eine erfolgreiche Runde, ey. Also, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Jusex gekillt. 5 Jusex. Ich weiß nicht wie, aber wie hab ich 5 Jusex gekillt? Das kann nicht wahr sein. 5, ja, das ist übel. Und pass auf, Level 28, Level 28, Level 29. Und die anderen weiß ich nicht. Wie habe ich das denn geschafft? Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es selber nicht. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Ja, ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!